Wenn auch die Jahre enteilen, bleibt die Erinnerung doch. Bei mir zum Beispiel sind es die Erinnerungsjahre von 69 bis 95 in Gütersloh bei Bertelsmann. Ich fange mit dem Warum an. Ich glaube, in der deutschen Öffentlichkeit ist bekannt, dass ich in Privatinsolvenz lebe. Ich glaube, es ist auch bekannt, dass ich fast alles verloren habe, was man ansonsten noch verlieren kann. Alles in allem war es eine lehrreiche, erfolgreiche und zum Teil auch schöne Zeit. Auch das soll nicht vergessen werden. Via das Bonner Büro lernte ich etliche angenehme Zeitgenossen kennen, unter anderem Valoja. Heute nun ein Blick in die Jahre 2010 bis 2019, was ich so alles tat, ebenfalls in und um Bonn. Das wünsche ich natürlich auch noch. Alles Liebe. By the way. Ja.
Ludwig van Beethoven.